Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video spreche ich über die Vor- und Nachteile eines Man-Buns. Wie ihr in meinen Videos vielleicht sehen könnt, lasse ich mir seit über 2 Jahren meine Haare wachsen und mittlerweile kann ich mir auch einen richtig guten Man-Bun machen. Und in diesem Video werde ich einfach mal über die Vor- und Nachteile sprechen, die man so hat, wenn man sich seine Haare lang wachsen lässt und dann einen Man-Bun hat. Starten wir als allererstes mit den Vorteilen. Vorteil Nummer 1, es ist super, super einfach. Leute, ich kann es gar nicht beschreiben, wie einfach das Ganze ist. Wenn du zum Beispiel morgens aufstehst, ja, deine Haare in alle Richtungen stehen, ja, dann bindest du die einfach zusammen und fertig ist die Kirsche. Ja. Du musst nicht Ewigkeiten vorm Spiegel stehen, ja, deine Haare stylen oder so, sondern du machst dir einfach einen Man-Bun. Du bindest dir deine Haare zusammen und fertig ist es. Ja. Bei mir dauert es vielleicht sogar 1 oder 2 Mal, ja, weil ich halt ein bisschen Produkte in meinen Haaren drin habe und das wirklich auch immer schön ordentlich machen möchte. Aber maximal 2 Minuten und du bist fertig damit. Wenn du zum Beispiel eine Kurzhaarfrisur hast, dann war es bei mir zum Beispiel so, dass ich öfter mal auch so 10, 15, manchmal sogar 20 Minuten vorm Spiegel stand und da brauchst du einfach viel, viel länger. Also ein Man-Bun zu haben ist einfach super, super easy. Vorteil Nummer 2, du bist super flexibel. Wenn du einen Man-Bun trägst, ja, dann kannst du deinen Man-Bun natürlich auf viele verschiedene Arten tragen. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, also zu verschiedenen Man-Bun-Styles. Wenn dich das interessiert, check das hier oben gerne mal aus. Du kannst zum Beispiel einen Top-Knot tragen. Du kannst einen High-Bun tragen, einen Middle-Bun tragen, einen Low-Bun tragen. Du kannst auch zum Beispiel das Ganze so ordentlich tragen, wie ich jetzt. Du kannst aber auch den Man-Bun ganz messy tragen, also so einen messy-Look, wo vielleicht hier und da mal ein Haar rausfällt. Du kannst einfach deinen Look super schnell und flexibel verändern. Und das ist auch ganz cool an einem Man-Bun, weil wenn du zum Beispiel jetzt zu einer Hochzeit gehst, ja, dann machst du vielleicht dir eher einen ordentlichen Man-Bun und wenn du zum Beispiel eher am Strand abhängst, ja, dann bindest du dir einfach deine Haare irgendwie zusammen und es ist auch lässig und cool. Wenn du einen Man-Bun hast, bist du auf jeden Fall, was das angeht, super flexibel. Vorteil Nummer 3, du musst nicht so oft zum Friseur. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Vorteil, denn als ich eine Kurzhaarfrisur hatte, da musste ich alle 2 Wochen zum Friseur. Also da ging nichts drum rum. Alle 2 Wochen musste ich zum Friseur, damit das irgendwie schön gepflegt aussieht, gerade meine Konturen und so. Und wenn du halt eine Langhaarfrisur hast, ja, dann musst du maximal deinen Nacken hinten ein bisschen ausrasieren und maximal deine Spitzen minimal schneiden lassen. Und das kannst du alle 4 bis 6 Wochen vielleicht machen. Das reicht vollkommen aus. Also ich persönlich bin eher alle 6 bis 8 Wochen beim Friseur. Also du musst auf jeden Fall nicht so oft zum Friseur gehen, was definitiv ein großer Vorteil ist. Vorteil Nummer 4, ganz einfach, hat nicht jeder. Auch wenn lange Haare bei Männern bzw. ein Man-Bun bei Männern in den letzten Jahren super, super trendy war bzw. auch noch ist, hat es nicht jeder. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Denn die meisten Leute können einfach nicht diese Übergangsphase überstehen. Ja? Da siehst du halt teilweise echt beschissen aus. Und ich habe auch zu dem Thema gerade ein Video gemacht, zum Thema Übergangsphase. Kannst es hier oben gerne mal abchecken. Bitte, 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 wenn du dich in dieser Übergangsphase befindest, zieh durch und lass dir die Haare lang wachsen und schneid sie nicht wieder ab. Also wenn du es dann schaffst und diese Übergangsphase überstehst, dann kann ich dir sagen, stichst du aus der Masse raus, denn ein Man-Bun bzw. lange Haare haben tatsächlich nicht viele Männer. Vorteil Nummer 5, Frauen stehen drauf. Muss ich noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Leute, es ist tatsächlich so, meine persönliche Erfahrung, ich hatte schon mal Glatze, also die Haare ganz abrasiert. Darauf stehen Frauen definitiv, ja, kann ich sagen. Und jetzt habe ich lange Haare und meine Erfahrung auch da, Frauen stehen drauf. Ich kann gerne auch ein paar Frauen fragen, ja, ich bin mir sicher, die werden das bestätigen. Also, Vorteil Nummer 5, Frauen stehen drauf, könnt ihr mir glauben. Kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Ein großer Nachteil, ja, das ist Nachteil Nummer 1, deine Haare brauchen mehr Pflege. Ist ja logisch. Wenn du einen Man-Bun hast, hast du dementsprechend lange Haare. Wenn du lange Haare hast, brauchst du dementsprechend auch mehr Pflegeprodukte. Was heißt das? Du hast einen viel größeren Verbrauch an Shampoo, Conditioner, Haaröl oder was auch immer du noch in deine Haare reintust. Du brauchst einfach viel, viel mehr Pflegeprodukte als bei einer Kurzhaarfrisur. Das musst du dir auf jeden Fall bewusst sein. Und du musst dich auch ein wenig mehr um deine Haare kümmern. Also auf jeden Fall mehr Pflege für deine Haare, was auf der einen Seite ein kleiner Nachteil ist, weil du natürlich auch ein bisschen mehr Kleingeld ausgeben musst, um halt dementsprechend Pflegeprodukte zu kaufen. Nachteil Nummer 2, Leute, die schönen Haargummis. Ich verliere immer Haargummis. Die Leute, die lange Haare haben, die kennen das vielleicht. Ja? Man kann sich auch bemühen, dass man die Haargummis nicht verliert, aber ich schwöre es euch, ihr verliert die immer und immer wieder. Und mir ging das Ganze so auf die Eier, dass ich mir gesagt habe, so Daniel, scheißegal, ich kaufe mir jetzt 5 von solchen Packungen. Dann habe ich erstmal genügend Haargummis hier liegen und brauche nicht ständig irgendwie nach Haargummis suchen. Ich persönlich habe auch echt ein Weilchen gebraucht, bis ich die richtigen Haargummis gefunden habe, die für mich passen. Falls es euch interessiert, checkt einfach mal den Link in der Infobox aus. Nachteil Nummer 3 ist das
Trocknen der Haare. Das geht einem auch auf die Eier, ja? Kann man nicht anders sagen. Wenn du einen Man-Bun hast, hast du dementsprechend lange Haare und wenn du deine Haare dann wäschst und die nass sind, dann dauert das halt echt wirklich lange, bis die Haare trocken sind. Also meine Haare gehen jetzt ungefähr so bis hier und wenn du die gewaschen hast mit Shampoo und Conditioner oder generell, wenn die Haare nass sind, es dauert einfach Ewigkeiten, bis die Haare trocken sind. Wenn du zum Beispiel abends duschen möchtest, ja, das kannst du eigentlich knicken, ja, weil du, wenn du dich abends duschst, du willst dich ja nicht mit deinen nassen Haaren ins Bett legen. Von daher kann ich euch nur empfehlen, versucht eure Routine so zu ändern, dass ihr auf jeden Fall dann immer morgens duscht, dass ihr dieses Problem nicht habt, weil das Trocknen der Haare dauert wirklich lange, was auf jeden Fall an der Stelle ein Nachteil ist. So Leute, das waren einfach mal meine Vor- und Nachteile eines Man-Buns. Kommen wir jetzt zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an David Vidovic. David, vielen Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal in meinen Videos gegrüßt werden möchtest, ja, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Die Nummer vom Community-Phone findest du auch in der Infobox. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema lange Haare bzw. wie ich meine lange Haare style etc., schreibt es einfach in die Kommentare rein. Ich gehe auf jeden Fall auf eure Kommentare ein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, haut rein, peace out.